Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mathe in Python mit einer Blackjack-Aufgabe. Das ist ein Kartenspiel, wer es nicht kennt. Und zwar geht es bei Blackjack darum, es gibt einen Kartengeber und ein oder mehrere Spieler. Jeder bekommt zu Beginn zwei Karten und dann guckt man einfach, wie viele Punkte man hat. Bei den Zahlkarten ist der Wert der Karte der aufgedruckte Wert. Bei Bube, Dame, König sind es 10 und das Ass zählt entweder 1 Punkt oder 11 Punkte, je nachdem, was günstiger für uns ist. Das ist es eigentlich schon. Der Spieler fängt an, zieht zwei Karten, eine 10 und eine 8, habe 18 Punkte. Das ist schon ziemlich gut. Wahrscheinlich sollte ich eher aufhören und keine Karte mehr ziehen. Dann ist der Geber dran, 5, Bube, er hat 15. 25, wir haben gewonnen. So einfach ist Blackjack. So, wir wollen uns allerdings mit einer Spezialvariante beschäftigen, nämlich der geforderten Glücksspieler-Herausforderung Nummer 8 bei Red Dead Redemption. Deswegen habe ich auch so einen schönen Cowboy-Hut auf. Und zwar geht es darum, man muss die Runde gewinnen und muss dabei mindestens 3 zusätzliche Karten ziehen und den Geber schlagen. Das wirft folgende Fragen auf. Erstens, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass ich 5 Karten ziehen kann und dann noch nicht mehr als 21 Punkte habe? Das passiert nämlich meistens. Ich das mal ausprobiere, 10 ist schon schlecht. 17, verloren. Wirklich 5 Karten zu ziehen ist schon ziemlich schwierig und das simulieren wir gleich mal. Und dann noch mehr als der Gegner, schwierig. Schauen wir uns mal an. Genau. Folgendermaßen. Wir haben die folgenden Karten, gibt es. Das Ass ist 1 Punkt wert. Alle anderen Kartenwerte sind wie aufgedruckt. 10, Bube, Dame, König sind auch jeweils 10. Und das habe ich von Karo, Herz, Pik, Kreuz. Das ist unser Kartendeck. Das wird einmal gemischt mit der Funktion Shuffle im Modul Random. Und mit diesen beiden Variablen Spieler und Geber merke ich mir die Punktzahlen. Außerdem merke ich mir, ob ich ein Ass gezogen habe, denn gegebenenfalls ist es ja günstiger, das Ass als 11 zu werten statt als 1. Das muss ich mir noch merken. So, dann geht's los. Ich nehme mir 5 Karten vom Stapel, merke mir, ob ich ein Ass gezogen habe und ansonsten summiere ich die Punkte auf. Wenn ich fertig bin mit meinen 5 Karten, dann gucke ich mir an bei dem Ass, wenn ich mit den zusätzlichen 10 Punkten, die mir das Ass geben würde, immer noch höchstens 21 Punkte habe, dann mache ich das. Dann summiere ich mir die 10 Punkte nochmal auf und bin damit bei 11. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach so. Beim Geber ist es ähnlich. Der Geber, bei dem ist es folgendermaßen, wenn er weniger als 17 Punkte hat, muss er eine weitere Karte ziehen. Hat er 17 oder mehr Punkte, darf er keine weitere Karte ziehen. Deswegen kann man das ganz einfach programmieren. Er zieht auch Karten. Bei ihm gibt es die Einschränkung nicht, dass er insgesamt 3 zusätzliche Karten ziehen muss. Genau. Und auch das Ass wird bei ihm berücksichtigt. Dann gibt die Funktion die Punktwerte von Spieler und Geber zurück. Wir brauchen die Funktion, damit wir es simulieren können. Hier in dem Fall 100.000 Mal. Und wir merken uns jeweils, ob wir gewonnen haben oder ob der Geber gewonnen hat, ob ein Unentschieden passiert ist oder ob der Spieler höchstens 21 Punkte erzielt hat. Die Sachen interessieren uns ja erstmal alle. Dann geht's los und das sind praktisch jetzt die Fallunterscheidungen. Falls nach einem Durchlauf die Spielerpunktzahl höchstens 21 ist, summiere ich die Variable auf. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich merke mir einfach von den 100.000 Fällen, in wie vielen davon ist jeweils dieser Fall aufgetreten. Wenn der Spieler die gleiche Punktzahl hat wie der Geber und dabei auch höchstens 21 Punkte erzielt hat, dann sind wir bei einem Unentschieden. Wenn der Spieler höchstens 21 Punkte hat und der Geber mehr als 21 oder der Geber weniger hat als der Spieler, dann haben wir gewonnen. Und wenn ich selber höchstens 21 Punkte habe, der Geber auch, aber der Geber mehr Punkte hat als
ich, dann hat der Geber gewonnen. Der Geber hat natürlich auch gewonnen, wenn ich mehr als 21 Punkte habe. Aber viel ärgerlicher ist es, wenn ich selber es geschafft habe, mit den 5 Punkten unter den 21 zu bleiben und der Geber das dann auch schafft, und zwar nochmal mit einer besseren Punktzahl als ich. Deswegen habe ich diesen Fall jetzt nochmal extra erwähnt. Und das ist es eigentlich schon. Das Ganze können wir jetzt simulieren. Wenn ich hier drauf drücke auf diesen Knopf, dann gibt er mir aus, die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler mit 5 Karten unter 21 bleibt, ist 5,44%. Das heißt, jedes 20. Blatt ist das der Fall. Deswegen, ihr braucht nicht verzweifeln, das ist durchaus möglich. Und dass ich gewinne, ist sogar 3,33%. Das heißt, jedes 33. Blatt gewinne ich. Dauert bei Red Dead Redemption zwar manchmal ein bisschen, weil das Spiel halt nicht so schnell durchläuft und simuliert, aber durchschnittlich nach jeder 33. Runde ist es der Fall. Das heißt, wenn wir 100 Runden spielen, haben wir diese Herausforderung schon geschafft. Der allerhäufigste Fall ist natürlich mit Abstand, dass der Spieler mehr als 21 Punkte erzielt, nämlich 94,56% der Fälle. Also von 20 Spielen ist es in 19 Spielen der Fall, dass ich über die 21 komme. Ärgert euch nicht. Dass der Geber gewinnt, wenn ich selber nicht über die 21 gekommen bin, ist übrigens nur in 1,48% der Fällen der Fall. Also ungefähr doppelt so häufig, als dass ich gewinne. Also nochmal anders gesagt, wenn ich selber das geschafft habe, nicht über die 21 zu kommen, dann ist es am wahrscheinlichsten eigentlich, dass ich dann selber auch die Runde gewinne. Nur halb so wahrscheinlich ist es dann, dass der Gegner mehr Punkte hat als ich. Und ziemlich unwahrscheinlich ist, dass es ein Unentschieden wird. Also nur 0,66%. Diese 0,66 und die 1,48 zusammen, ungefähr 2%. Also mit 3,3% liege ich dann deutlich drüber über der Wahrscheinlichkeit, dass dann der andere noch gewinnt und ein Unentschieden ist. Somit wäre das Problem auch gelöst. Das heißt natürlich nicht, dass ich nach 100 Spielen definitiv das geschafft habe. Können auch 150 werden oder 200. Aber es kann auch sein, dass ich es nach 3 Runden schon geschafft habe. Alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit, aber der Erwartungswert liegt bei jedem 33. Spiel. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.